Ja, Anders, und willkommen zum 26. Februar, zu Tag 186 von Vlogging the Family. Es ist Donnerstag. Wir laufen immer noch auf dem USB-Surfstick. Und ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Bäcker, weil erstens, die Brötchen reichen heute Morgen nicht mehr. Und zum anderen, ich habe zwar noch mal im Vlog nachgeguckt und gesagt, für Freitag, also für morgen, hätte ich Brötchen bestellt. Ich bin mir aber seit gestern Morgen nicht mehr so ganz so sicher, ob es nicht doch zu heute war. Das heißt also, ich muss eh los, weil es könnte sein, dass ich die Brötchen zu heute bestellt habe. Aber vermutlich, wenn ich dann vorm Tresen stehe, ist es doch zu morgen. Aber man weiß es halt nicht, ne? Puh, minus 3 Grad. Jo, das merkt man. Frisch ist es. Dafür natürlich klarer Himmel und Sonne. Ja, momentan also in meinem Kopf ist nach wie vor alles so watteweich und fluffig. Ich weiß nicht, ob das von Schlafmangel herrührt. Kann es eigentlich nicht, weil die Schnuffelmäuse haben eigentlich heute wieder fast durchgeschlafen und haben sich erst um 5 rum quasi gemeldet, um noch ein kleines Hüngerchen zu stillen. Daran kann es eigentlich nicht liegen. Aber so, ja, insgesamt, also ich denke mal, so die Nachwirkung vom letzten halben Jahr ist es. Ich habe echt Probleme, mich zu fokussieren und auf eine Sache zu konzentrieren. Klar, das Elternsein ist wahrscheinlich noch Teil davon. Aber, boah, ey. So richtig gut gefallen tut mir das nicht. Ja, also noch gibt es keine größeren Probleme, aber in meinem Kopf ist ein totales Chaos. Also das fühlt sich nicht so sehr gut an. Ja, momentan ist es so, dass da fällt immer alles quasi durcheinander. Das ist kein schönes Gefühl. Naja, dann kommt halt noch dazu, dass die Schnuffelmäuse im Augenblick ein bisschen krank sind. Also Victoria eher weniger, sondern Charlotte. Charlotte war ja mit dem Schnupfen eigentlich schon einmal fertig, dachte man zumindest. Aber ja, aktuell ist es so, dass vermutlich der Schnupfen wieder eingesetzt hat. Oder es sind die Zähne, die sie momentan ärgern. Weil sie ist momentan sehr weinerlich. Also in dem Moment, wo irgendjemand aufsteht, man muss nicht mal weggehen, man muss nur aufstehen, fängt sie erstmal an, stark zu weinen. Dann hat sie auch immer so gerötete Augen. Also man sieht, es macht ihr irgendwas zu schaffen. Und das tut einem natürlich auch immer so ganz doll leid. Man trägt halt auch nicht zur Konzentration bei, wenn man sich Gedanken um sein Kind macht. Glücklicherweise hat sie noch kein Fieber. Das haben wir schon ein paar Mal gemessen. Insofern scheint es noch nicht allzu schlimm zu sein. Aber das tut dann halt immer so leid, wenn sie so weint. Es ist aber auch immer das Blöde, dass dann halt so bestimmte Zusammenhänge aufeinandertreffen. Ne? Da machst du einen Auftrag und brauchst unbedingt zuverlässig einen Serverzugang. Das heißt also, du brauchst das Internet. Und was passiert einen halben Tag, bevor du ihn tatsächlich brauchst? Fump! Dein Internet, deine Lebenserwerbsgrundlage ist erstmal weg. Und zwar relativ lange. Also geht's los, läufst du rum, siehst zu, wie du das irgendwie umgehen kannst. Ne? Thema USB-Stick. Aber das sind alles so Sachen, die müssten nicht sein und die belasten einen halt eben zusätzlich. Und deswegen ist es schön zu vloggen, weil da kann ich euch gleich damit belasten. Nee, es ist halt echt so. Das sind halt so Sachen, die muss man mal jemandem erzählen. Klar können diese Diana erzählen, aber die weiß das alles, weil wir leben zusammen. Und deswegen ist es schön, wenn man das halt mal jemandem anders noch erzählen kann. Also euch. Boah, ist der Tag geil. Die Spannung steigt. Habe ich es jetzt heute oder zu morgen bestellt? Morgen wäre der Tag. Aber das Kuriose, ich sagte, ich weiß es nicht mehr genau, heute oder morgen 40 Eiweißbrötchen bestellt. Und dann guckt sie, sagt sie, heute. Meinte ich, gut. Meinst du, 40 Schrippen? Habe ich gesagt, nee, Eiweißbrötchen. Und dann war es in Rot geschrieben und ich wusste, der gute Mann hat es in Blau geschrieben. Guckt sie, morgen 40 Eiweißbrötchen. Alles klar. Ey, und wer ist schuld? Richtig, die Telekom. Na, du kleine, süße Schnuffelmaus. Wie geht's dir denn heute Morgen? Hast immer noch eine rotzige Nase, ne? Deswegen riechen die Schnuffelmäuse so lecker. Nach Eukalyptus und Kiefernnadeln. Ihr seid eingecremt. Mit Erkältungsbalsamzeugs.
Boah, habt doch beide rotzige Nasen, ja. Da fällt Babyschwimmen diesen Samstag nochmal aus, Mädels. Das macht ja, hat ja keinen Sinn, selbst wenn es morgen weg sein sollte. Müsst ihr erstmal richtig auskuriert sein. Euer Papa hat aber auch einen rauen Hals, macht euch nichts draus. Sollt ihr auch Eis trinken? Ich weiß nicht, hilft das auch gegen rauen Hals? Ach nee, im Hals eincremen ist nicht so lecker. Laut Packungsbeilage kann es nicht schaden, nur nützen oder nichts tun. Und dann riecht es wenigstens lecker. Deswegen habe ich es mir jetzt auch mal auf die Brust geschmiert. Ey, die ganze Familie riecht nach Kiefernadeln und Eukalyptus. Guten Morgen, Victoria. Hallo, Diana, Schnuffel. Hallo, kleine Charlotte. Jo, Frühstück erstmal. Hey Mädels, hier hat jemand Hunger? Oder hat deine Schwester auch Hunger? Nee, die hat keinen Socken mehr an, die hat bestimmt den Socken gegessen, ne? Hat die den Socken gegessen? Ja, ne? Hey, du wolltest das doch bestimmt auch, wa? Hey, hast du deinen Socken gegessen? Der hat wohl nicht geschmeckt. Und jetzt nach dem Essen bist du wieder zufrieden? Hm? Bist du wieder zufrieden nach dem Essen? Oh, noch als Nachtisch einen kleinen Finger von Papa, ne? Oh, oh, das tut weh. Wir sollten mal einen Schluck trinken, ne? Oh. Victoria, was sagst du? Hm, Charlotte, möchtest du auch was trinken? Hm, lecker trinken, warmes Wasser? Ah, Papa, ich kau lieber auf deinem Finger rum. Ehrlich? Und ich frage mich, wann da die Zähne durchkommen, die man da fühlt. Ja, ja, man kann deine Zähne fühlen. Der musste nicht stärker zubeißen. Nein, nein. Musst du nicht stärker zuweisen? Ja. Du brauchst deiner Schwester nicht immer vorhalten, dass du schon Haare hast. Na, meinst du nicht, das ist ein bisschen großes Stück, in was du da reinbeißt? Hm? Ja. Ich werde von meiner Tochter aufgegessen. Nom, 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 nom. Oh, kleine Süße. Die Anna hat das Mobile gepimpt. Hey, pimp mein Mobile. Aber sieht richtig cool aus, so im Sonnenlicht, so. Mit den bunten Bändern und den Insekten dazwischen. Schick. Aber wir suchen Socken. Da ist er. Tja, die Schnuffelbande musste ihren Mittagsschlaf draußen im Garten eben abbrechen. Kleine Victoria ist wach geworden, hat angefangen zu weinen und wollte sich nicht wieder beruhigen. Ich hatte sie dann eine Runde auf dem Arm. Also sie ist dann nochmal ein paar Minuten, dass sie sich beruhigt. Aber dann dauert es nur ganz kurz und dann fängt sie wieder an zu weinen. Und sie drückt sich immer unten an diesen Zahnkranz, also der, wo mal ein Zahnkranz werden will. Es ist auch nicht wirklich warm da, aber irgendwie, ich denke, da hat so ein bisschen Probleme mit. Wird hier Osanit-Kügelchen oder Ostanit, also diese Zahndingenskügelchen. Das schafft kurz Abhilfe, aber nicht so richtig. Also da scheint es jetzt so richtig mit den Zähnen zumindest loszugehen. Hatte ich eigentlich bei Charlotte zuerst erwartet, aber schmerzmäßig scheint es bei Victoria schlimmer zu sein. Weil die weint ja normalerweise nicht, sondern ist ärgerlich und jetzt weint sie richtig. Das nimmt einen schon mit. Okay. Donnerstag, 15 Uhr und das nächste Datenpaket ist aufgeraucht. Das Monats-XL-Paket. Naja, es bewegt sich noch was. Ungefähr auf Edge-Level. Ja, Freunde, so kann ich nicht arbeiten. Ich kann ja nicht mal eine Serverkonsole vernünftig bedienen. Ja, weil die Mama sich um deine Schwester kümmern muss, ne? Musst du mit dem Papa zum Arbeiten gehen. Ja. Hoffentlich geht es gut, wa? Eigentlich funktioniert das mit dir immer super, aber da hast du dann normalerweise geschlafen. Weiß gar nicht, ob du müde bist. Vermutlich nicht. Wollen wir mal gucken, ob das klappt. Und jetzt haben wir durchgewechselt, weil
Charlotte, die fing natürlich an rumzuklettern, weil die natürlich hellwach war und beschäftigt werden wollte. Und das klappte natürlich nicht so. Und da haben wir uns überlegt, naja, da das Zahnschmerzenkind ja einfach nur angekuschelt sein will, versuchen wir es mal andersrum. Vielleicht kriege ich ja doch noch ein bisschen was gearbeitet. Na, oh, arme kleine Schnuffelmaus. Und mal die Mama, die bespaßt jetzt seine Schwester oben. Und du kannst hier beim Papa quasi angekuschelt bleiben und vielleicht ein bisschen schlafen. Ja, sie döst immer ein, aber sie wird wach, sobald man versucht, sie hinzulegen. Sobald dir der Kontakt quasi abreißt. Ne? Und kleine Maus. Und so bitterlich geweint. Sie schläft. Hat ein bisschen geweint und sich hin und her gewälzt, aber dann ist er eingeschlafen. Kleine Süße. Damit geht ein etwas anstrengender Tag zu Ende. Mal gucken, ob die Schnuffelmäuse noch online sind. Ansonsten wäre bald Bettgehzeit, falls sie nicht schon da sind. Prinzessin Kitana hat ihre Leibwächterin besiegt, ne? Ja, hast du Jada besiegt? Bist wieder gut drauf, ne? Nicht? Aber du lachst wenigstens wieder und weinst nicht mehr. Ja. Bis gerade eben hat sie wieder angefangen zu knurren. Nee, deine Zwillingsschwester schläft. Schon. Hast du Mili auch besiegt? Tja. Die erste Schnuffelmaus ist quasi schon eingeschlafen. Die zweite macht sie noch nachtfertig. Ja, aber Victoria müsste auf jeden Fall die Zähne gewesen sein, weil vorhin unten lachst du nochmal und macht die ganze Zeit. Das hat sie heute Morgen schon mal gemacht. Und dann schubbelt sie mit der Innenseite der Unterlippe über diesen Zahnfleischkranz. Naja, und bei Charlotte, das ist richtig heftig. Also die hat alles. Die hat Durchfall, die hat kleine Pickelchen, die hat entzündete Augen. Naja, dann zukommt, dass sie beide noch Schnupfen haben. Ja, man hat es nicht leicht so als kleines Baby. Na, bei Charlotte dauert es wohl länger mit dem Einschlafen. Die Anna singt noch. Mal gucken, ob ich die Anna zu einem Roten überreden kann. Den haben wir uns, glaube ich, heute beide verdient. Puh, so langsam gehen die Nerven aus. Na gut, nichtsdestotrotz, wir sagen einfach Tschüss und wir sehen uns morgen. Bis denn. Ach so, mal gucken, ob das morgen mit der Telekom klappt.